Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Amnesia The Dark Descent. Und wir haben gerade vorher eine Kurve, oder in der letzten Folge haben wir eine Kurve für eine Maschine entdeckt. Und diese versuchen wir jetzt mal herauszufinden, wo die überhaupt hingehört. Kurve für eine Maschine, aber welche? Was denn da? So. Bin schon ganz durcheinander. Schauen wir mal wieder zurück. Schön nach oben. So. Nun ja, jetzt ist die Frage, für was zur Hölle brauchen wir bitte eine Kurve? Oder was machen wir überhaupt hier in diesem Maschinensteuerraum? Oder wie auch immer dieser Raum hier nochmal schnell genannt wird. Ich schau mal hier in diesem Raum hinter die Treppe, vielleicht finden wir hier. Naja, schön wär's gewesen. Können wir hier irgendwas? Ich hab doch keine Ahnung. Ich könnte mal Hilfe gebrauchen. Das könnte ich. Oh, da ist ein Zettel. Die Arbeit und das Wissen, die ich in dieser Maschine stecke, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den er nachmachen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom des gesamten Blitzes, ersetzt durch einen Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte, wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitete, alle Teile sorgsam aneinander zu fügen. Brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu erreichen, und kann nur hoffen, dass er auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Zünderbüchs. Nun, dieser Hinweis hilft uns jetzt nicht gerade viel, denn ich komme irgendwie nicht auf irgendwelche Ideen. Da oben ist ein Zahnrad. Können wir hier irgendwas machen? Leute, ich werde jetzt irgendwie gerade nicht schlau. Als würde es wieder mal vor meiner Nase kleben.
und ich wäre zu blöd dafür, um es zu... zu erkennen. Ein Zündabüchs wird verwendet. Ich werde gerade wieder mal nicht schlau draus. Darin, 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 darin. Es scheint hier eigentlich ohne Probleme zu arbeiten. Finde ich. Ich habe doch keine Ahnung. Es wäre mal irgendwie nützlichen Hinweis zu bekommen. Gibt es vielleicht hier irgendwo einen Anschluss? Die klemmt wahrscheinlich noch immer. Da kam nur das Öl. Da kommt man nicht weiter. Ich komme mich jetzt ein bisschen verarscht vor. Aber nur leicht. Also es muss noch hier drinnen im Steuerraum etwas geben, was schwer zu finden ist. Nur was? Wenn es wisst, könnt ihr mir gerne unten drunter schreiben. Nee, bis dorthin habe ich schon. Stuhl. Ich frage mich doch immer, welche Maschine. Alle Rohre führen in diesen Raum. Gehen dann von irgendwo durch die Wand hierher. Kann man das da irgendwie kombinieren? Oder so? Ich habe doch keine Ahnung. Sieht man hier überhaupt was? Ich meine, ich könnte mal darauf ziehen, aber das scheint mir irgendwie zu unlogisch. Was ist das hier? Schön wäre es gewesen, außer Späßen nichts gewesen, ne?
Au. Ah, warte mal. Nö, das war, glaube ich, nur optische Täuschung. Nur so eine Laterne. Oder sowas in der Art. Nüp, nüp. Ich schnarr's nicht, tut mir leid. Und mit dem Hammer schmissen wir was um, schmissen wir was um. Könnte das auch was mit dem... Nee, jo. Nee, das waren ja die funktionierenden. Okay Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sorry, dass ich nichts gefunden habe, aber das werden wir sie in der nächsten Folge hoffentlich finden, wie es weitergeht. Und bis zum nächsten Mal, euer Red Dragon Gamer. Ciao Leute. Muhahaha.